Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich bin nicht alleine. Ha, da ist er, die Sau. Ich bin hier mit Mr. Mörb im Übungsraum und wir Hallöchen. Haben eine... Genau, hallo erstmal. Grüß dich und wir haben eine Ankündigung für euch, denn wir haben in den letzten Wochen, fast schon Monaten, immer wieder die Anfrage bekommen, wie sieht's denn aus, wann macht ihr denn mal wieder ein Community-Tanken? Und ja, jetzt wollen wir es ankündigen, wir haben einen Termin, wir haben grob eine Idee, was wir machen wollen und ja, der Termin ist der 7.10. um 20 Uhr, das ist ein... Au. Das war sogar gewollt. Das ist ein Freitag. Und bevor du jetzt hier noch weiter Dummheiten machst, erzähl uns doch mal, was wir da so vorhaben. Ja, wir spielen natürlich wieder Spiele. Wird im Grunde eigentlich relativ ähnlich ablaufen wie die letzten Male. Wir werden alle gegen alle irgendwelche Spiele machen. Da gibt es ja diverseste Möglichkeiten. Rennen vielleicht fahren. Was genau überlegen wir uns noch? Vielleicht werden wir auch das eine oder andere Gefecht machen. Wir haben ja da ein Formular. Dankeschön. Team O'Hare und Team Mörb. Das kann gut sein, dass wir dann sozusagen auch einfach mal so ein paar Teamgefechte gegeneinander machen oder einfach nur Spaßmodi. Und es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Und was das genau ist, das verraten wir, glaube ich, noch gar nicht so genau, ne? Nein. Also, ich wollte gerade schon fragen, Mörb, darf ich was gewinnen? Kann ich was gewinnen? Ja, ihr könnt was gewinnen. Ihr wisst ja, dass wir auf der Gamescom waren und wir haben euch da so ein paar Dinge, nenne ich es einfach mal, mitgebracht. Und jetzt fragt natürlich der ein oder andere, wie können wir denn mitmachen? Du hast es ja gerade schon angedeutet. In der Videobeschreibung bei Mörb und auch bei mir, das Video wird ja auf beiden Kanälen rauskommen, findet ihr alle Infos zum Termin, wann der ist und bla blub und natürlich auch einen Link, wo ihr euch anmelden könnt. Da kommt ihr zu einem Formular und da könnt ihr im Grunde nicht viele Sachen machen, außer euch am besten den Text durchlesen, das ist wichtig. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist wirklich in dem Fall wichtig, denn ihr müsst euch entscheiden bei der Anmeldung schon, ob ihr für Team Mörb oder Team O'Hare spielen wollt. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir auch ein paar Sachen so gegeneinander machen wollen oder mit dem einen und dem anderen YouTuber halt und da könnt ihr euch auf jeden Fall entscheiden. Außerdem muss da auch noch euer Ingame-Nickname rein und eure E-Mail-Adresse, unter der wir euch erreichen. Also bitte keine Fake-Adresse eintragen, sondern wirklich eine gültige Adresse, damit wir euch auch erreichen können. Und da wir ja beide mittlerweile doch eine gewisse Größe erreicht haben, ist uns natürlich bewusst, dass es sein kann, dass ganz viele mitmachen wollen. Leider müssen wir da jetzt einen kleinen Riegel vorschieben. Wir werden also pro Team... Au, das war penetriert. Echt? Es war blind geschossen. Sorry. Wir haben pro Team 14 Plätze, damit wir also 15 gegen 15 spielen können. Das heißt, 28 Teilnehmer können am Community-Tanken teilnehmen. Und wenn ihr das Formular ganz schnell ausfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr dabei seid. Ob ihr wirklich dabei seid, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Genau. Also ob ihr wirklich dabei seid, das erfahrt ihr dann am 4.10., wenn die Anmeldefrist vorbei ist, dann schreiben wir wirklich die Leute an und sagen, hey, cool, du hast es geschafft, du warst einer der Ersten, du bist dabei oder hey, du bist jetzt Platz 17 und du bist auf der Nachrückerliste. Genau, und wenn dann an dem Abend diese Leute nicht da sind, dann rücken natürlich die Nachrücker entsprechend auf. Genau, also wir wollen ja niemanden dann irgendwie sagen, hey, du warst Platz 17, du bist komplett raus, nein. Wir wollen natürlich auch volle Teams haben und deswegen lohnt es sich trotzdem an dem Abend einfach da zu sein und gegebenenfalls halt als Nachrücker da irgendwie mitzufahren. Ja, und das war's eigentlich schon fast. Außer, dass ich... Oder hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nö, aber das könnte jetzt auch für dich gleich gewesen sein. Oh, das hast du schön gemacht. Ja, ich hab gesnappt, weil ich nicht wusste... Ja, also im Großen und Ganzen Community Tanken 3.0 könnte man sagen. Ja, so habe ich es auch genannt. Ja, siehste, da sind wir mal wieder auf einer Wellenlänge. Wird garantiert witzig werden, war bis jetzt jedes Mal witzig. Und ich sag's mal so, es ist definitiv umso geiler. Drache ist Blutwurst. Wenn man natürlich mitmacht, ne? Also deswegen meldet euch an und wir freuen uns auf euch.
Genau. So, aber jetzt muss ich mich erstmal hier um diesen Jagd-E kümmern, der mir hier umgeht. Das geht mit dem Motor zerdeppert. Das tut mir aber leid. Ah. So. Da dürft ihr jetzt noch live dabei sein, wie der O'Hare. Und ich jetzt hier uns gegenseitig zu Tode kämpfe. Ja, Sidescraping des Todes. Siehste, Superstructure. Geht auch mal durch. Nix da, mein Freund. Nix da. Nein! Dümmte, 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 dümmte. Don't do this to me! Ich lebe noch! Irgendwie! Nein! Jetzt muss ich auch wieder nach vorne! Nein, 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 nein! Oh! Ah, du Arsch, du hast schon AE drin gehabt! Natürlich habe ich AE reingenommen! Okay, also bis zum 3.10. anmelden. Am 7.10. ist Community Tanken und ansonsten noch viel Spaß bei den anderen Videos bei uns beiden auf den Kanälen. Macht's gut!